herzlich willkommen zu meinem Wochenupdate zu Woche 7. Sieben Wochen schon. Wahnsinn. Ja, mir fällt das eigentlich gar nicht so schwer, wie ich das anfangs gedacht hatte. Es gibt immer mal so zwei, drei kleine Hindernisse. Und eins davon hatte ich in der letzten Woche. Es war, wir haben Besuch gehabt am Wochenende. Familienbesuch gehabt mit ein paar Kindern. Und das Wetter ist wirklich wunderschön mittlerweile. Und auch der See hier direkt vor der Haustür ist schon quasi bebadelbar. Ja, also es ist möglich zu baden im Zuger See. Es ist noch nicht wirklich richtig warm, aber es ist auch nicht so kalt, also es geht. Und unser Besuch hatte nicht die kompletten Badeklamotten dabei. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ist überhaupt kein Problem. Das hast du ja alles da. Und dann kannst du auch aushelfen. Gesagt, getan, bin ich dann losgefahren mit dem Fahrrad nach Hause, habe in meine Schublade geguckt und musste feststellen, nur noch ein Badeanzug. Kein Bikini mehr, gar nichts mehr, nur noch dieser Badeanzug. Dann kam mir kurz der Gedanke, hoch, kaufst du eben schnell, ist ja nicht so teuer. Und habe dann noch gedacht, nein. Ja, Ende vom Lied ist gewesen, nicht baden gegangen. Beziehungsweise, also ich schon, der Besuch dann nicht. Ich habe dann mit den Kindern unseres Besuchs das Schlauchboot eingeweiht und bin ein bisschen auf dem See gepaddelt. Mehr schlecht als recht, aber es hat funktioniert. Wir sind also wieder zum Ufer angekommen, also würde ich nicht hier sitzen. Ja, das ist auch alles so der Grund, warum ich heute etwas sehr spät dran bin. Normalerweise ist es so, dass ich immer sonntags abends diese Videos aufnehme. Wenn die Woche dann rum ist und ich alles habe, was ich euch alles so erzählen möchte. Diesmal ist es so, dass unser Besuch gestern gefahren ist und ich mitten in den Vorbereitungen für Sunny gesteckt habe. Wie du sicherlich auf meiner Facebook-Seite gesehen hast, ich auch irre viel zu tun hatte, weil ich jetzt in das Sortiment von Makerist mit aufgenommen wurde, was mich tierisch freut. Und ja, deswegen sitze ich jetzt hier zu doch etwas späterer Stunde am Montagnachmittag und nehme das Video für dich auf, um dir so ein bisschen zu meiner Woche was sagen zu können. Aber ich denke, das tut der Sache gar keinen Abbruch, denn das Ganze verzögert sich nächste Woche auch noch einmal. Viele wissen das schon, ich werde Donnerstag losfahren zu Rock am Ring. Und ja, das wird dazu führen, dass ich nächste Woche erst Dienstag mein Update machen kann. Mein Blogpost zum Update wirst du aber bereits am Montagmorgen finden. Und wenn du deinen Beitrag verlinken möchtest, dann kannst du das am Montag auch schon tun. Das ist überhaupt kein Problem. Denn der Beitrag, der geht quasi diesmal automatisiert raus und wird automatisch am Montagmorgen dann erscheinen. Ich muss noch mal gucken, wie ich das mache mit der Gruppe und mit dem Gruppenwochenbeitrag. Aber da wird sich sicherlich auch eine Lösung finden. Ja, und das ist auch so das, was ich die letzte Woche gemacht hatte. Also wir hatten Besuch, wie gesagt. Ich bin wenig zum Nähen gekommen. Ich habe für Sunny ein bisschen mehr genäht, weil der Probenähaufruf ja heute auch rausgegangen ist. Und ich habe an meiner eigenen privaten Plotterdatei ein bisschen gefeilt. Und zwar ist es so, dass wir mit mehreren Leuten zurück am Ring fahren und ich habe gedacht, dass wir ja, als Gruppe dann auch so ein bisschen erkennbar sein können und sollten und hatte mir im Vorwege schon, vor der Challenge, T-Shirts bestellt für alle von Fruit of the Loom, was ja auch nicht unbedingt das Beste ist. Jetzt würde ich das definitiv ja nicht mehr machen, aber das geht ja im Rahmen der Challenge auch gar nicht anders. Und diese T-Shirts habe ich jetzt geplottet und muss die anderen noch alle bebügeln. Also geplottet ist das alles schon, es muss nur noch aufgebügelt werden. Und das ist das eine T-Shirt dazu. das ist ein Herren-T-Shirt, meins ist etwas schmaler. Und bevor Fragen kommen, diese Plotterdatei wird es nicht zu kaufen geben, weil Rock am Ring ein geschützter Begriff ist. Es ist nur für den privaten Gebrauch und auch nur für den privaten Bereich. Und ja, diese T-Shirts werde ich jetzt alle am Donnerstag mitnehmen, wenn wir zurück am Ring fahren. Und ich freue mich schon ganz doll darauf. Mal schauen, wie das so wird. Das ist dann nächste Woche, das kann ich schon vorab sagen, meine Ausnahme werden. Ich werde mir bei Rock am Ring auf jeden Fall ein Shirt kaufen. Das mache ich, seit ich dahin fahre und das ist etwas, das
werde ich nie wieder bekommen. Und das werde ich, ja, das ist einfach nicht anders möglich. Und ich möchte diese Shirt halt wirklich unbedingt gerne haben. Und das ist das einzige Kleidungsstück, was ich hoffentlich kaufen werde und nicht mehr schwach werden muss. Auf jeden Fall ist in anderer Hinsicht nichts geplant. Also wird es nächste Woche tatsächlich einen Kleidungskauf geben. Ich werde mir ein T-Shirt kaufen bei Rock am Ring. Ja, sonst war diese Woche eigentlich relativ unspektakulär, bis auf den Start des Probenäh-Aufrufes für Sunny und meinen Besuch, den ich hatte, habe ich noch ein paar Stoffe geshoppt. Heute ein kleines Reststück bekommen. Das ist ein unelastischer Baumwollstoff. Da wollte ich mir ganz gerne eine kurze Hose draus nähen. Ich denke, das passt ganz schön zu einem dunklen oder hellen Shirt. Mal schauen. Dann habe ich von der lieben Lina von Schnitt verhext ein paar Stoffe für Sunny bekommen, damit ich noch weiter nähen kann. Und zwar ist das einmal dieser wunderschöne Glitzer-Jersey. Ich weiß nicht, ob man das so richtig sehen kann hier in dem Licht. Da sind so kleine, ja, kleine silberne Glitzerelemente drauf und der Stoff ist auch so mit kleinen Glitzerfäden durchzogen. Das ist wunderschön. Dann einmal, weil Bettina immer zu mir gesagt hat, Christine, du musst mal ein bisschen bunter werden, habe ich mir diesen Stoff hier bestellt und ich denke, der ist bunt genug, Bettina, oder? Ja, auf einmal den, genau. Und ganz schön hatte ich mich in diesen kleinen, schönen Stoff verliebt, mit den ganz vielen kleinen Schwalben drauf. Ich glaube, gehört so. Mit den kleinen Schwalben drauf. Der wird auch für Sunny drauf gehen. Und ein nächster Viskose-Jersey im Tiger-Look. Diesmal ein bisschen dunkler, aber auch farbig, oder? Ja. Dann bin ich heute noch ein wenig mehr Stoffkauf schwach geworden. In unserem kleinen Stoffgeschäft in der Stadt ist gerade Räumungsverkauf aufgrund von Umbauarbeiten. Und da habe ich dann 3 Meter schwarzen Jersey mitgenommen und 2 Meter noch in einem dunkel-lila, ein Viskose-Jersey. Ich habe gedacht, bei 50% Reduzierung kann man doch mal zuschlagen, oder? Ja, das war meine Woche. Ich hoffe, du hattest auch eine wunderschöne Woche und vielleicht bist du ja auch bei Rock am Ring. Vielleicht sehen wir uns da ja, wenn das so ist und du da bist, dann würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst und Bescheid sagst. Vielleicht kann man sich da ja irgendwo treffen und zusammen eine Cola trinken. Ja, das war meine Woche. Ich bin jetzt weiterhin damit beschäftigt, meine Packliste zu vollenden, Sunny die Anleitung weiterzuschreiben. Und mir ganz aufmerksam alle Probenäh-Bewerbungen durchzulesen. Und möchtest du auch Probenähen, dann kannst du dich auf meinem Facebook-Beitrag bewerben. Den verlinke ich dir hier noch unter dem Post. Und ja, ich freue mich auf deine Bewerbung und ich freue mich auf die kommende Woche, auf mein Schwachwerden beim Kleidung kaufen. Und dann, ja, wünsche ich dir viel Spaß beim Nähen. Tschüss!